So, herzlich willkommen zur Folge Nummer 15 von Wolfenstein The New Order. Sie ist in Beton gemeißelt. Alle Mann an Bord! Jawohl. Wie haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Konnte mich kaum bewegen, musste kriechen. Hab mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishu? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das. Blazkowicz, was immer Sie braucht, Sie helfen ihr, ja? William, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen? Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dadjishu in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Knutsch. Ja, das hat natürlich Priorität. Das wäre alles. Du kannst los. Okay. Gut, dann wollen wir mal zunächst mal die Dokumente für Anya besorgen. Das ist diesmal nicht mehr ganz so schwer, weil ich mich ja da schon auskenne. Wir waren ja schon mal da. Um ins Archiv zu kommen, da wo das Ausrufezeichen ist auf der Karte, muss ich allerdings einen Schlüssel finden. Also da ist das Archiv. Nee, da nicht. Da stehen nur Vorräte. Aber das ist auch okay. Das Vorratsarchiv sozusagen. Nein, das Archiv ist natürlich da. Und es ist, wie es sich für ein anständiges Archiv gehört, natürlich auch verschlossen. Naja, macht ja nichts. Kann man ja aufschließen. Und deswegen gesagt, deswegen brauche ich den Schlüssel. Brauchen den Schlüssel, Idiot. Die nervt mich auch, aber na gut. Er hat den Schlüssel. Ja, ich weiß. Den holen wir jetzt. Der sitzt oben in seinem Zimmer. Das wissen wir inzwischen. Muss nur kurz überlegen. Da kommt man über diese Rampe hoch. Und die ist ja eigentlich für Caroline, die in ihrem Rollstuhl sitzt. Aber wir können die natürlich auch nutzen. Flitzen wir da jetzt also erstmal hoch und holen den Schlüssel ab. Und können uns dann auch gleich noch einen kleinen Vortrag anhören vom Ex-Chef. Naja, okay. Auch das nehmen wir gerne mit. Ihr könnt an dieser Stelle, das ist ein bisschen chillig diesmal, könnt ihr euch mal wieder ein bisschen umschauen. Burgess.
Ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja. Moment. Fuck! 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 War das okay, Fergus? Ich werde alt, Bleskovic. Keine Ahnung, wie lange ich das alles noch mitmache. Es wird schon klappen. Wir können es noch schaffen. Ja? Und wie lange noch? Was soll das werden, Fergus? Ich weiß es nicht. Nichts. Alles. Es geht um den Jungen, verdammt. Private Wyatt. Er sollte hier stehen, nicht ich. Er war noch jung. Er hatte Potenzial. Mit ihm gäbe es eine Zukunft. Wir beide sind Relikte aus der Vergangenheit, die nur noch der Wille aufrechthält. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Tja, ist ziemlich offensichtlich, oder? Ich war bereit zu sterben. Ich hätte es gern getan. Ich habe meinen Arsch gegeben, um den Jungen zu beschützen, Bleskovic. Und Sie haben sein Leben einfach weggeworfen. Erinnern Sie sich an Prendergast? Der Kerl hat einfach alles überlebt. Und jetzt ist er tot. Sie sind alle tot. Und Sie sitzen hier mit diesem nutzlosen Greis. Ich meine, wie soll es langfristig weitergehen, hm? Wer wird übernehmen, wenn wir die Zügel nicht mehr halten können? Fuck! Und jetzt raus mit Ihnen. Ich muss mich ausruhen. Ja, so eine kleine Standpauke schadet ja auch nicht. So ein bisschen fatalistische Einstellung. Mit in der Wahl, meinte er, in einer der ersten Folgen musste ich mich entscheiden, wer umgebracht werden sollte. Und ich habe mich damals gegen Ferguson entschieden. Und das nimmt er mir jetzt offensichtlich übel. So, rein ins Archiv. Mal gucken. Auch ruhig mal wieder umgucken. Den Raum kennen wir ja noch nicht. Also ruhig da drin nochmal schön umschauen. Das Archiv ist auch wunderbar gestaltet und es gibt auch das ein oder andere zu lesen und vor allen Dingen auch zu finden natürlich. Aber eigentlich nichts. Ist eigentlich nur ein leeres Archiv. Also zumindest aus Spielsicht. Aber wir haben die das Personenregister gefunden für Anja. Das bringen wir ihr jetzt. Und dann kriegen wir gleich den nächsten Auftrag. Eine Probe des Betons? Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Ja, ist ja gut. Ich hole ja schon den Schimmel. Diese Folge ist ein bisschen piesiger, aber auch nicht ganz piesig. Aber also es ist jetzt nicht so, ist immer wieder so eine Chill-Folge, wo man sich ein bisschen nach der letzten Schießerei, die war ja doch ziemlich heftig, kann sich ein bisschen entspannen. Auch die Fingerchen. Denn das ging ja da in der Hangarhalle, als wir die Hubis geklaut haben, ging es ja doch mächtig zur Sache. Und da kann man hier jetzt mal ein bisschen die unterirdischen Landschaften von Berlin genießen. Wirklich sehr, sehr schön gestalteter Level. Also wie immer, ich sage ja immer an jeder Stelle. Nee, aber ich bin einfach begeistert. Das ist einfach so. Das ist meine ehrliche Meinung. Toll gemacht. Man fragt sich oder man hat sich gefragt oder fragt sich auch immer noch, wer baut sowas? Also A, natürlich tatsächlich fürs Spiel. Da müssen ja Game Designer jahrelang dran arbeiten. Erstmal muss man ja auch auf Ideen kommen. Und zum anderen, im Spiel jetzt, wer baut sowas im Spiel, solche riesigen Hallen? Ne? Also wofür dienen die? Dies ist jetzt ein Hangar. Klar, ist schon klar, aber es ist doch schon sehr bombastisch. Aber besser, noch interessanter ist halt die Game Designer. Also wer macht sowas? Level Design. Und ehrlich gesagt würde mich wirklich mal interessieren, wie man das hinkriegt. So, da ist der Beton. Und aufgeräumt. Wo ist ein Schimmel? Ich brauche eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Der schimmelige Beton. Aber wie immer ist ja alles nicht weit entfernt. Auch die Kreissäge liegt quasi um die Ecke. Man muss sich nur ein bisschen umgucken. Ich dachte erst, Max hätte eine, aber da hinten liegt sie ja auch. Und im Zweifelsfall könnte man es auf der Karte auch sehen. Also nehmen wir die. Oh. Upsala. Geht's eine Etage tiefer? Alles okay bei Ihnen da unten? Max Haas? So, also jetzt ist eigentlich das Ziel. Tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch Ihren Weg zurück, oder? Ja, logisch. Und ihr könnt euch vorstellen, das geht nicht ganz harmlos ab, aber es ist auch nicht ganz so schlimm. Also man kann es schaffen und deswegen habe ich ja auch wieder meinen Laserschießschneider. Der kann ja beides. Schießen und schneiden. Und damit, ja genau, das sollte man nicht tun. Das sind automatische Waffen, also keine Sorge. Da ist jetzt niemand, hat mich entdeckt oder so. Obwohl diese Waffe selber Alarm schlägt.
bin aber ziemlich sicher, dass die einfach nur so vollautomatisch funktionieren und dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Da komme ich nicht durch, aber an der Seite ist das Gitter aufgebogen. Da kommt man durch. Dann sollte man an der Stelle die Batterie laden. Man sieht das ja unten rechts, sieht man ja den Ladezustand und in welchem Modus man sich gerade befindet. Im Moment bin ich im Schussmodus und dann gibt es noch den Schneidemodus. Aber jetzt bin ich gerade im Schussmodus. Der Schneidemodus ist dieses andere Symbol. Und jetzt gilt es einfach wieder zurück in den Hangar zu kommen. Und das stellt sich doch als ein längerer Weg dar. Nicht schwierig. Da liegt übrigens eine Schallplatte. Da rechts, da. House of the Rising Sun ist übrigens auch Sound, der auf der beigelegten CD drauf zu hören ist, wenn man das so sagen darf. Also da war ja eine CD beigelegt, hatte ich ja erzählt. Und da gab es tatsächlich auch jede Menge gut gemachte Mucke dazu. Und im Spiel kann man offensichtlich diese Titel auch finden. Mal sehen, ob ich sie alle finde. Ich glaube ja nicht. Jetzt ist es nochmal wichtig. Genau, da hinten ist wieder so eine Selbstschutzanlage. Kann man auch aus der Ferne erledigen. So. Nochmal schnell gucken. Da geht es aber irgendwie wieder zurück. Deswegen, nee, da wo das Ausrufezeichen ist, müssen wir schon durch. Ist schon gut so. Hier wird es ein bisschen heikel. Achso, hier hängt eine Kette davor. Jetzt muss ich also in den auf dem Steuerkreuz nach rechts drücken. Dann wechselt er in den Schneidemodus. Aber bei der geballten Feuerkraft ist das ruckzuck erledigt. Und die Kette ist durch. So, hier wird es ein bisschen ungemütlich. Sage ich mal gleich. Da steht übrigens eine Schrotflinte. Falls jemand Interesse hat, nehmen wir die mal mit. Eine doppelläufige Schrotflinte. Ist natürlich kein Vergleich zu meiner vollautomatischen Schrotflinte, aber immerhin gut, dass ich sie jetzt habe. Man weiß ja nie. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder auf den Laserschneider-Schießer. Denn jetzt wird es nochmal spannend. Das ist übrigens die einzige Stelle in diesem Level, wo Gegner kommen. Und zwar in diesem Fall vollautomatische Gegner. Und diese Wespen hasse ich ja. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich nenne die Dinger Wespen. Ich hasse sie. Sie sind so penetrant. Und da hätte mich fast gerissen. Also, da muss ich dann abhauen, weil sonst hätte es mich gerissen. Und die sind mir auch zum Glück nicht gefolgt. Und dann habe ich nämlich da hinten noch was Interessantes gefunden. Das heißt, ihr solltet nämlich, wenn ihr in diesen Gang kommt, erstmal nach rechts gehen. Da liegt nämlich so eine schöne Box im Wasser. Ich hätte da irgendeinen Depp vergessen. Naja, klar, viel erwarten kann man von den Menschen da dieses Regimes ja nicht. Die sind ja nicht besonders helle. Also haben sie die Kiste da liegen lassen. Das ist eine automatische Ladevorrichtung für meinen Lasercutter. Da sitzen immer noch diese blöden Wespen. Gut, den ersten mal gleich. Bitte, also wenn die erst anfangen zu schießen, dann sind sie unkontrollierbar. Aber so geht's ja. So. Was ein Stress. Und jetzt sagt er sei leer, aber er lädt sich immer auf so ein Minimaß da unten wieder auf. Sieht man gerade da unten rechts. Auf so ein Mini-Level lädt er sich automatisch auf. Natürlich kann man weiterhin auch die Ladestationen benutzen, wenn man welche findet, um das Ding vollständig zu laden. So, hier dieser Gang. Ich schätze mal, in höheren Schwierigkeitsstufen lagern dann noch mehr Gegner. In diesem Fall ist der einfach nur leer. Muss sich ja auch jemand gedacht haben, bauen wir da nochmal einen Gang hin. Ich weiß nicht, hatte jemand zu viel Zeit? Oder musste Überstunden machen? Oder er ist einfach dafür da, dass man den Dingern ausweichen kann? Die nerven, ey. Alter, ey, die nerven mich, die Dinger. Aber sie sind nicht unbeherrschbar. Also insofern bin ich auch nicht so genervt. Es ist nur, es hindert mich im Fortkommen. Ja, und mit dieser Kanone sind die ja wirklich rucki-zucki erledigt. Siehste? Und ich glaube, das war's auch. Also an Gegnern in diesem Level. Also Menschen laufen da nicht rum, glaube ich, mich jetzt zu erinnern. Wer will da auch lau rumlaufen, außer mir natürlich. Da ist noch ein kleiner Raum mit Vorräten, obwohl nichts für mich Gebrauchbares dabei ist. Ich bin mir sicher, der bekommt später nochmal Bedeutung. Vielleicht, also ich kann jetzt schon sagen, in diesem Level habe ich ihn nicht mehr gebraucht. Man kann da runterlaufen zwar, aber diese Tür lässt sich nur von der anderen Seite her öffnen.
Von daher macht es gar keinen Sinn. Gehen wir also wieder raus. Das ist wirklich echt. Man fühlt sich wirklich wie im Untergrund. Und ist es ja auch. Im Prinzip. Ne? So, genau. Also weiter. Wir wollen in den Hangar zurück. Sollten wir nicht vergessen, das ist unser primäres Ziel. Und das müssen wir jetzt nochmal erreichen. Denn wir sollen ja immer noch den Beton daraus schneiden. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Wir sind ja leider durchs Anheben der Kreissäge in den Keller gefallen. Wie blöd muss man sein, die Kreissäge dahin zu legen? Okay, hier liegt Gesundheit. Nicht, dass wir sie nötig. Ach doch, wir hatten sie sogar nötig, weil die Wespen eben uns doch arg runtergezogen haben. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts Veritables. Nein. Dann bin ich da dummerweise, das habe ich vergessen, ich da hochgelaufen bin, bin ich da einfach wieder reingesprungen. Das sollte man nicht tun, aber in diesem Fall habe ich es überlebt. Sowas kann auch böse mal nach hinten losgehen. Also von daher lieber nicht machen. So, und weiter. Da ist Tür zu. Das ist streng genommen gar keine Tür. Also hier weiter. Und ich habe natürlich immer damit gerechnet, dass irgendwo noch jemand um die Ecke kommt. Aber lasst euch gesagt sein, das passiert nicht. Und schwupps ist man auch schon wieder... ich war so überrascht, dass ich mich nochmal umgeguckt habe. Ich habe gesagt, das kann gar nicht sein. Aber da bin ich wieder. Ja, ja, ihr könnt mich mal. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Ich kann es ja auch nicht ändern. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein, naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so, Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Haben wir das auch geklärt? Der Hass des Klaus. So, Beton raus und zu Anja bringen. Das ist jetzt nicht mehr so aufwendig, zumal wir uns ja genau gemerkt haben, wo wir hergekommen sind. Ich noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Ja, das könnte man tun. Und zwar, das habe ich leider nicht gemacht. Aber da steht nämlich ein Spielzeug. Das Spielzeug hat dich gefunden. Na gut, aber wir bringen jetzt erstmal den Beton weg. Das ist ja der wichtigere Auftrag von allen. Sehr schick gestaltete Höhle, ne? Sind wir eben durchgekommen von der anderen Seite. Alles mit strahlend hell beleuchtet, natürlich, klar. Wir haben es ja, ne? Strom kostet ja nichts. So, und damit ist der Level auch beendet. Ich wünsche einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen.